So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen und der große Samyang-Nudeltest ist eigentlich vorbei. Ihr habt das gesehen, wir haben alle 10 Sorten Samyang-Nudeln durchgetestet. Ich habe geguckt, welche schmeckt gut, welche schmeckt nicht gut, welche muss ich mir im 5er-Pack besorgen, auf welche kann ich verzichten. Samyang trotzdem einfach beste Nudelmarke für die schärfsten Instant-Ramen-Nudeln, die es gibt. Dann habe ich die Too Spicy Nudeln im Doppelpack probiert, habe gedacht, ich setze mal einen drauf. Dann habe ich einen Weg versucht zu finden, wie ich die vielen Samyang Too Spicy Nudeln essen kann, ohne dass ich jedes Mal halb am Sterben bin. Deshalb habe ich dann eine Folge gemacht, wo ich mir 2 Packungen Samyang Too Spicy, also 4x Spicy sozusagen, dann reingezogen habe mit Gurkensalat unter die Nudeln gemischt. War richtig genial, es war immer noch mega scharf, aber es ist dem Magen besser bekommen. Wenn euch die also zu scharf sind, ihr auf den Geschmack nicht verzichten könnt und ihr komplett plemplem sein, probier das mal aus. Und jetzt war ich heute unterwegs, hab gedacht, ich möchte heute wieder 2 Packungen Samyang Too Spicy Nudeln essen. Wollte mir da wieder einen Gurkensalat dazu kaufen, weil ich das irgendwie richtig genial finde. Auch noch so eine frische Komponente mit rein. Man kann ja immer viel experimentieren. Jetzt habe ich gesehen, den Gurkensalat, den ich hatte, der hat ja 1,99 gekostet und war nur 200 Gramm. Natürlich kann man auch zum Beispiel den hier nehmen, der kostet nämlich 1,79 und sind 400 Gramm. Da könnte ich also sogar, wenn ich nur die Hälfte dran mache, insgesamt 4 Packungen essen. Also 2 Packungen mit der Hälfte von dem Salat und nochmal 2 Packungen nächsten Tag mit der anderen Hälfte vom Salat ist auf jeden Fall günstiger. Und vielleicht schmeckt er auch ganz anders, schmeckt nochmal viel besser. Dann habe ich aber neben diesem Gurkensalat gesehen, der Monsieur Pop, Walder Pops feiner Gurkensalat mit Joghurtdressing. Stande das hier, das hat mich angelacht. Erstmal wegen dem 30% Schild habe ich gedacht, du alter Sparfuchs, kannst du nochmal sparen, musst du weniger Flaschen sammeln. Dann habe ich gesehen, das ist aber Weißkrautsalat. Das ist auch 400 Gramm, würde also theoretisch für 2x2 Portionen reichen. Ich weiß nicht, wie das Ganze mit Weißkrautsalat schmeckt, deswegen möchte ich das heute mal ausprobieren. 2 Packungen Too Spicy von den Samyang Fire Korean Noodles mit Weißkrautsalat. Aber natürlich nicht die ganze Packung dran machen, denn das ist ja dann 400 Gramm Weißkrautsalat mit dem ganzen Sahnigen. Da habt ihr wahrscheinlich dann auch wieder Bauch Ramses. Also Hälfte ran, fertig. Wir machen jetzt erstmal wieder die Nudeln warm. Too Spicy. Wer die nicht kennt, probier die wirklich mal. Da ich aber eben so viele Nudeln davon noch rumliegen habe, muss ich die halt jetzt ein bisschen versauen, indem ich gleich 2 Packungen esse und indem ich noch was dazu esse. Ich bin immer am Sterben, wenn ich das esse. Ihr werdet das auch wieder merken. Wir machen die jetzt erstmal hier warm. Dann packen wir den Gurkensalat, den Weißkrautsalat dazu diesmal und schauen, was der kann. Adi Schatz! Damit die beiden offenen Packungen, da habt ihr wieder dieses Sesam- und Algengelumse, diese heftig scharfe Soße und 2 Beutelchen von den Nudeln. So, die Nudeln sind also fertig. Wir wollen jetzt hier gleich weitermachen. Wir haben nämlich hier diese Päckchen wieder. Hat letztens auch ein Zuschauer geschrieben, dass das Algen und Sesam ist irgendwie. Deswegen machen wir das jetzt hier drauf. Ihr seht das jetzt natürlich nicht. Bin ja nicht kanalphänomenal und habe 10 Kameras. Ich glaube, ich habe das ein bisschen zu knapp aufgeschnitten. Jetzt fliegt auf jeden Fall alles hier rum. Ich glaube, ich schneide es einfach mal in der Mitte durch, dann fällt das hier rein. Dann kann hier der Rest da rauskommen. Und hier der Rest kann hier raus. So. Wunderbar, es fliegt alles kreuz und quer rum. Das zweite Päckchen machen wir auf, packen es gleich noch mit drüber. Dann kommt gleich die Soße hinterher und dann bin ich mal gespannt, wenn wir den Krautsalat drauf machen, wie sich das dann auswirkt. Wie gesagt, habt ihr schon mal die Too Spicy Nudeln probiert? Schmecken die euch? Sind die euch zu scharf? Esst ihr die gerne? Kauft ihr die öfters? Seitdem ich die in der Wunschliste habe, werden die halt so oft geschickt, gleich immer im 5er-Pack. Wow. Und die sind halt wirklich heftig, ja. Manche Leute, die probiert haben zu essen, haben nach einem Biss mussten die aufhören und konnten dann gar nicht mehr weiter essen, weil das einfach zu heftig war. Meistens, wenn ich die esse, kriege ich auch direkt Schluck auf und alles brennt, alles tut weh, aber
irgendwie ist das wie so ein Kick, dass sie so gut schmecken und man über den Rest hinweg sieht, weil der Geschmack einfach so einzigartig ist. Guckt euch diese tiefschwarze Soße an. Das ist auf jeden Fall was Krasses. Normalerweise müsste man die, glaube ich, auch sogar noch anbraten, danach extra nochmal. Also erst einkochen, dann Schluck Wasser drin lassen, dann irgendwie nochmal anbraten mit dem Rest. So sieht das jetzt hier aus. Wieder richtig brutal. Deswegen werde ich das jetzt erstmal hier kurz vermischen. Das Schlimmste ist, das saut halt alles zu. Diese tief schwarze, rote, feurige, brutale Soße. Die ist so stark. Die Schüssel kriegst du danach kaum sauber. Die musst du 20 Mal aufspülen. Die heftet sich so sehr an dieses Plastikzeugs ran überall. Also habe ich auch noch nicht gesehen. Sowas Hartnäckiges. Vielleicht ist das auch schon wieder eine viel zu große Portion. Ich weiß es nicht. Mal wenn ich nämlich eine Packung esse, da tut mir alles weh. Ich bin direkt aber gleich fertig nach 2-3 Gabeln und denke jetzt der ganze Schmerz umsonst. 2 Packungen sind da schon eher eine Portion. Wir machen jetzt hier den Weißkrautsalat auf. Müssen jetzt schauen, dass wir die Hälfte von dem Weißkrautsalat, ist das eine Sauerei, die Hälfte von dem Weißkrautsalat hier irgendwie drauf bekommen. Das sollte jetzt theoretisch reichen, hoffe ich. Ist das die Hälfte? Ja, sieht aus wie die Hälfte. Lass mal so stehen. Alles ist vollgesaut, komplett. Und so kann ich mir, wenn ich mir wieder einen Doppelpack mache, den Rest von dem Salat draufschmieren. Das ist jetzt gerade mein Mittagessen. Da kann ich zum Abendbrot doch mal 2 Packungen machen. Und ich habe nur ganz kurz am Finger geschleckt. Und du merkst schon wieder, wie der ganze Rachen brennt. Also unterschätzt das nicht. Wer Schärfe nicht verträgt, der sollte davon besser die Finger lassen. Wer gerne scharf ist, sollte das unbedingt wirklich mal probieren. Viele stoßen dann ihre Grenzen. Ich muss das... Normalerweise könnte man das auch alles zusammenschneiden. Könnte immer kurz, wie man das drüber träufelt, kurz, wie man das rumgemacht hat, hin und her. Aber ich finde immer, wenn irgendwo was geschnitten ist, kann auch viel gefaked sein. Und dann sagen die Leute, ja, der hat die Nudeln gar nicht gegessen. Der hat da plötzlich ganz andere Soße oder das sieht ganz anders aus. Es ist schon zu oft irgendwo irgendwas rumgelabert gewesen, bei mir noch nicht. Ich mache eh immer alles One-Take sozusagen. Jetzt habe ich mir die Nudeln hier zurecht gemacht. Ich tue euch mal ein Stück noch näher. Wir wollen die jetzt mal probieren. Mal gucken, wie die schmecken mit Krautsalat. Die Gurken hat man auf jeden Fall immer deutlich rausgesehen, den Krautsalat. Das sehe ich gerade eigentlich nichts, aber egal, auf den Geschmack kommt es jetzt an. Die sind auf jeden Fall so soßig. Ich glaube, der Krautsalat macht eine richtig gute Figur. Ich fand ihn nämlich mit dem Gurkensalat viel, viel schärfer. Jetzt kommt hier kaum noch Schärfe durch im Vergleich zu sonst. Das heißt, wenn es euch wirklich mega scharf ist, probiert das mal mit Krautsalat. Gefühlt bindet das die Schärfe. Ihr habt trotzdem eine richtig schöne Portion Nudeln. Guckt euch das an. Der Geschmack ist trotzdem einmalig. Ich weiß nicht, ich habe noch nie so gute Nudeln gegessen.
Samyang einfach bester Hersteller. Und ja, nicht, dass ihr denkt, man merkt nichts, es ist trotzdem scharf. Richtig scharf, aber im Gegensatz zu, wenn ihr die wirklich pur isst, zwei Packungen pur ohne was. Ist das jetzt viel angenehmer. Trotzdem mega lecker. Und so kann ich in Ruhe diese ganzen Pakete, die ich noch habe, auch essen, ohne dass ich sterben muss. Ist auch das erste Mal, dass ich keinen Schluck auf habe. Sonst habe ich jedes Mal Schluck auf, wenn ich das esse. Ich sehe, die Packung ist gleich leer. Also die Schüssel. Wieder mal eine richtig sinnvolle Idee. Nachdem das mit dem Gurkensalat schon so gut geklappt hat, haut der Krautsalat noch mal richtig rein. Klar, einige werden jetzt sagen, das ist voll die Verschwendung, weil da kriegst du schon die schärfsten Nudeln der Welt und dann nimmst du die Schärfe raus. Ich habe eben in letzter Zeit so viele Päckchen bekommen. Es sind jetzt, glaube ich, immer noch 14 Stück oder so da. Die halten sich auch nicht ewig. Man kann das nicht 10-mal am Tag essen. Ich muss auch noch andere Sachen essen und testen. Mir ging es ja nicht darum, mich neu zu beweisen jedes Mal, dass ich so eine Packung essen kann und es überlebe. Mir ging es ja trotzdem darum, dass sie einfach saugut schmecken und schön bissfest sind. Die Schüssel ist übrigens jetzt leer. Und essen kann ich sie ja so trotzdem und so kann ich sie eben besser essen. Und es ist auf keinen Fall Verschwendung. Ich danke trotzdem jedem, der über die Wunschliste über diese Samyang-Nudeln bestellt. Egal welche Sorte, egal was, auch wenn es die Too Spicy sind. Und ich habe jetzt den Weg gefunden, die auch sinnvoll zu verbrauchen. Trotzdem die Schärfe mitzunehmen. Wie gesagt, wenn ihr euren Geschmack ein bisschen aufpimpen wollt, probiert mal da so Gurkensalat dazu. Mit ein bisschen so Sahne dran oder probiert so einen Krautsalat. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen und ich glaube, ich werde heute nochmal zum Abendbrot 2 Päckchen essen. Mit dem restlichen Krautsalat, denn der war ja verbilligt, der muss ja weg. Der ist übrigens heute haltbar. Oh, da würde sich das auf jeden Fall anbieten. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer Samyang. Euer Samyang-Sis. Ja.